Hallo Leute und willkommen zu einem brandneuen Let's Play von mir. Wario Land, The Shake Dimension, der fünfte Teil der Wario Land Serie. Und deswegen bezeichne ich es oft als Wario Land 5. Ist nicht erschienen, wie man annehmen könnte, für ein Handheld, so wie die ersten vier Teile, sondern 2008 für Nintendo Wii. Es wäre schon fast eines meiner ersten Let's Plays gewesen. Nach meinem allerersten Let's Play, Mario 64, habe ich euch vorher die Wahl gestellt, was danach folgen soll, an dessen Stelle Super Mario Galaxy 2 oder Wario Land The Shake Dimension. Die beiden habe ich gleichzeitig gekauft. Ihr habt euch entschieden für Super Mario Galaxy 2. Und es ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Und seitdem wartet dieses Spiel darauf, gezockt zu werden. Und es ist endlich soweit. Mit TV-Kartenquali, mit Großmembranmikrofon. Ja, das Spiel bekommt die Professionalität, die es verdient hat. Rock'n'Roll! Rock'n'Roll. Wir wollen gar nicht lange warten. Wir beginnen am besten mit dem Intro. Also Leute, ich bin kurz ruhig. Genießt es! Es ist wirklich cool gemacht. Hey,
Ja, Leute, eigentlich hätte ich mitreden können, weil die Figuren gar nicht wirklich sprechen. Aber das passt doch besser zum Stil. Überhaupt, der ganze Anime-Stil vom Intro, sehr gelungen. Ich freue mich da auf weitere Zwischensequenzen, wenn die nochmal kommen. Und das sind Mürfel. Und das rechts ist Captain Santis, oder wie die heißt. Erinnert mich aber sehr stark an Captain Syrup, die man kennt aus den alten Wario-Land-Teilen. Vielleicht gibt es da noch eine Story-Wendung oder irgendetwas. Man wird sehen. Herr Wario, willkommen im Reich des Schüttelns. Das fand ich auch so genial. Wario hilft nicht irgendeinem, weil er gut sein will. Es muss schon um Geld gehen. Jetzt warte doch mal einen Moment. Der unerschöpfliche Münzbeutel, ein sagenhafter Schatz, wurde gestohlen. Gestohlen von einem fiesen Piraten, auch bekannt als König Rüttelbert. Oh ja, das klingt sehr böse. Mach dir mal nicht ins Hemd. Ich weiß, wie wir König Rüttelbert finden. Erst muss die Bossgegner auf den 5 Kontinenten dieser Welt besiegen. Oh, fast hätte ich's vergessen, Herr Wario. Sammle die 5 Bosswappen. Übrigens, Herr Wario, sagen die alle. Das ist halt schlecht übersetzt aus dem Japanischen, weil da Wario-san gesagt wird. So ähnlich wie bei Dragon Ball Son Goku. Naja. Ohne sie können wir das Schiff von König Rüttelbert nicht finden. Dort wird meine Gebieterin Königin Midori gegen ihren Willen festgehalten. Bitte, Herr Wario, ich flehe dich an. Rette Königin Midori. Das heißt, dort, wo sich Königin Midori aufhält, sollten wir auch den unerschöpflichen Münzbeutel finden. Also, wie sieht es aus, Wario? Meinst du, du bekommst es hin, Süßer? Tja, flirten bringt nichts. Das wissen wir aus Wario Land 4. Oder obwohl, relativ. Oh, danke, vielen Dank. Fantastisch, da dies entschieden ist, solltest du besser keine Zeit verlieren. Wieso wärmen wir uns nicht etwas auf und sammeln die Schätze auf diesem Schiff ein? Ja klar, immer her damit. Was, du schaffst also alleine, die Schätze unter den Nagel zu reißen? Natürlich doch. Na gut, wenn du das allein durchziehen willst, dann machen wir es so. Fürs Erste trennen wir uns. Herr Wario, rettest du meine Freundin, so helfen sie dir bestimmt während deines Abenteuers. Aber Vorsicht, Wario, hast du einen Mürfel befreit, komm so schnell wie du nur kannst zurück. Gelangst du nicht schnell genug zurück zum Dimensionstor, darfst du deine ergatterten Schätze nicht behalten. Also gut, dann überlasse ich alles weitere dir. Bis dann und ciao! Viel Glück! Los geht dat! Das ist so eine Art Tutorial-Level. Ich habe die ersten beiden Level schon gespielt in einer Testaufnahme. Und deswegen weiß ich ein bisschen, wie es abläuft. Und es läuft halt wirklich sehr ähnlich wie Wario Land 4 ab. Was sicherlich einige mehr kennen. Das finde ich gut. Leider ist Mr. Game & Watch nicht mehr derjenige auf den Schildern. Aber jetzt wird nochmal die Steuerung erklärt. Halt röhren. Das ist total selbsterklärend. Upsi, wo sind die Gegner hin? Haha. So, aber hier haben wir noch eine Röhre. Und da gibt es einen Schatz. In jeder Welt oder in jedem Level gibt es 3 Schätze. Der erste Schatz ist das Mürfelsirup. Und es gibt 3 Aufgaben. Hier sehen wir auch, das Spiel ist nicht ganz 16:9 gemacht worden. Wahrscheinlich wurde es wirklich zuerst für den Nintendo DS konzipiert. Deswegen gibt es links und rechts Ränder. Links haben wir die Mission und rechts haben wir die Schätze. Jederzeit zu sehen. Auch mal nett gemacht. Rammen mit 1, also ich halte die Wii-Fernbedienung senkrecht. Und auch das natürlich im Sprungrammen, kennt man alles, seit Teil 1. Und neu ist natürlich das Schütteln. Damit kann ich Geldsäcke, ja, schütteln und den Inhalt freilegen. Und ja, wie schon besprochen, der größte Schatz, den es zu finden gilt, ich wollte gar nicht nach links laufen, ist eben ein Beutel, dessen Inhalt nie versiegt. Also unendliche Reichtümer. Ob Wario die wirklich bekommt... dann gäbe es wohl keine weiteren Spiele mehr. Wird sehen. Items, beim Drücken von 1 kann man die schleudern. Man sollte es auch können. Das konnte man früher vor allen Dingen mit Gegnern. Und momentan bin ich ein bisschen zu doof dazu. So. Ganz klassisch, da oben sehen wir einen weiteren Schatz. Und hier ist der Schalter dafür. Tschüss. Und das ist der zweite Schatz, nämlich 6 Wochen altes Curry. Lasst euch schmecken, Jungs, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Den können wir nicht mitnehmen. Und da haben wir solche Gegner und oben sind... Münzen! Ah, da komme ich nicht drauf. Das war eine Mission. Springe auf den Kopf eines, wie auch immer der Gegner heißt. Und so eine Art Kraftattacke, Erdbebenattacke, muss man schon fast sagen. Respekt, er erlernt neue Moves. Was das im Laufe des Abenteuers noch für Eigenheiten bereithält, wird man sehen. Ich hoffe, dass nichts allzu schwer versteckt ist. Dann könnte man auch die Mission 100% in Angriff nehmen, aber momentan weiß ich noch nicht, wie der Schwierigkeitsgrad später sein wird.
Jetzt habe ich schon zwei der drei Missionen absolviert. Die dritte Mission wäre, so und so viele Münzen zu ergattern. Das bekommt man dann später noch erklärt. Und das ist so eine Art, ja, man hat das in Teil 4 schon gekannt, also er beschleunigt, er rennt jetzt wie ein Kloppter und zerlegt alles, was ihm im Weg steht. Und wir können umdrehen. Das gab es, glaube ich, in der Form nicht. Nee, das gab es nicht. Man brauchte dazu immer eine Wand. Oder, das habe ich ein bisschen verwechselt mit dem Feuer. Auf jeden Fall sehr interessant. Und das Rutschen ist auch ein bisschen anders geworden, wie ihr sehen könnt. Okay. Stampfattacke. Los geht's. Gut. Haben wir soweit alles. Dann nehmen wir noch das hier. Um zum dritten Schatz zu gelangen. Die sind noch recht... Was? Flatterhafter Kompass? Die sind noch recht einfach. Im Vergleich. Der erinnert mich so ein bisschen an die Ente aus Teil 1. Ja, ihr wisst schon. Die hat auch so ein bisschen wild mit dem Schwert oder Säbel umhergefuchtelt. So, benommene Gegner können wir auch schütteln und dann Knoblauch. Die beinhalten Power-Ups halt. Zum Beispiel, ja, wenn uns Energie fehlen würde, würden wir die jetzt wieder bekommen. Uns fehlt aber keine Energie. Jetzt müssen wir umdrehen. Upsa! Und springen. Und das können wir nochmal tun. Das wird sicherlich noch einige Elemente bereithalten. Und ähnlich wie wenn man in Mario Land 4 diese Sachen, also diesen Froschschalter betätigt hat und den Schlüsselkerl geholt hat. Das war ohne ersichtlichen Grund, aber hier haben wir wenigstens einen Grund. Nämlich die Würfel. Es hieß ja, wir sollen die alle retten und das tun wir. Die zeigen uns freundlicherweise noch ein bisschen den Weg, wo es lang geht. Schönes Detail. Natürlich, wir haben 5 Minuten Zeit und das ist für das Trainingslevel ja wirklich sehr viel. Ich will ja auch den ganzen Mist einsammeln. Vielleicht kriegen wir dann noch genug Münzen für die letzte Aufgabe. Aber ich weiß nicht, wie viel da verlangt wurde. Können wir auch mal nehmen. Nee, diesmal bringen die Gegner nichts. Das haben wir allerdings schon ein bisschen anders erlebt. Wie das Ganze aussieht, also das Spiel ist blind für mich. Die ersten beiden Level kenne ich, wie gesagt. Und ja, mehr Münzen habe ich nicht bekommen, ich glaube. Das ist zu wenig, aber ich weiß nicht, man wird sehen. Auf jeden Fall. Schon mal ein recht guter Einstand. Und ich glaube, ich zeige dann auch noch den... Ah, Münzen und... Ach, 10.000 Münzen, ui. Also wo man die herbekommt, weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Daten werden gespeichert. Ich könnte das nach einer Zeit natürlich mal probieren. Aber wo man da noch 10.000 Münzen herbekommt, das, ich habe keine Ahnung. Wir wollen einfach mal weitermachen. Yay! Ja, es ist schön. Also damit ist der ganzen Animation keine Grenzen gesetzt, dass es für Nintendo Wii erschienen ist. Und nicht etwa für DS oder so. Ist ganz nett, aber ich glaube, dadurch hat er sich weniger verkauft, als es verdient hätte. Und warum es man nicht Wario Land 5 genannt hat? Ja, wahrscheinlich wollten die neuen Entwickler sich ein bisschen absetzen, aber was soll's. Hallo Wario, komm rein. Da du mich bei deinem Vorhaben nicht brauchst, habe ich diese Piratenboutique eröffnet. Zur Feier der großen Eröffnung biete ich dir die Kontinentenkarte Nummer 1 für einen exklusiven Preis an. Ja, also alles kostet Geld. Also es scheint 5 Welten zu geben, nämlich... ja, 5. Und die erste bekommen wir noch ganz billig für 1000 Münzen. Jo. Das ist scheinbar alles, was er momentan hat. Kann mir vorstellen, dass sie später noch anderes Zeug besitzt. Power-Ups oder ähnliches. Ich würde mich ja sehr freuen über ein Wiedersehen mit dem Chat oder etwas ähnlichem aus Teil 1. Ah, und jetzt dreht sich der Globus auf den ersten Kontinent. Ja. Triumphale Musik. So sieht's aus. Und auch das Boxart, also die Verpackung von Wario Land Shake Dimension, sieht gut aus. Macht Lust auf die verschiedenen Level. Und ja, Varios Hintern spricht Bände. Germany's Next Topmodel. Hier können wir die Schätze ansehen. Ja gut, Bosswappen. Also die Bosse müssen wir besiegen. Oh, die können wir uns schon anschauen. Ich will es gar nicht wissen. Denn in der Mitte sieht aus wie Messer und Gabel. Ach du heiliger Bimbam. Jukebox, anscheinend bekommt man noch CDs, wenn man irgendwas gelöst hat. Das sind jetzt längere Wartezeiten, als ich es eigentlich vorhatte. Also wirklich, hier gibt es noch CDs, aber die scheint man nicht einfach so zu finden. Wenn ich mich recht erinnere, dann bekommt man eine CD, wenn man alle Missionen oder so
gelöst hat, einer Welt. So, ob es Secret Exits gibt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das ist der erste Kontinent mit vier Leveln. Diese Stage heißt Steinopolis, das schaffst du mit links. Trotzdem benutze ich die rechte Hand auch noch. Machen wir einfach mal, oder? Zusätzliche Mission beendet die Stage, bevor 2 Minuten angezeigt wird. Also das ist von dem Froschschalter, beziehungsweise von der Befreiung des Mürwels bis zum Ende gemeint. 25.000 Münzen und springen hintereinander von 3 Banderinos ab. Wir legen einfach mal los. Nicht so viel schwätzen, sondern einfach mal zeigen, was es alles Schönes gibt. Ich finde es ja sehr nice. Zwar ein paar Ladevorgänge, aber nicht im Level. Und das ist, ja, das ist schön. Rock'n'Roll! Ja, gute Hintergrundmusik. Ich glaube, damit, finde ich, haben sie wirklich sich übertroffen. In den ersten Leveln zumindest. Ich denke aber, dass es später auch ein nicer Soundtrack wird. Wir wollen alles untersuchen. Hier oben zum Beispiel der erste Schatz. Steinmünze. Ganz klassisch, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Da haben wir so ein Säckchen. Fleißig schütteln. Ich bin ja kein Freund des Schüttelns, aber es ist Wario Land. Das shake die Menschen. Ich finde ja das Schütteln bei der Wii-Fernbedienung ein bisschen überbewertet. Ist zwar ein nettes Element und so, aber das muss jetzt auch nicht die Welt verändern. So, das war schlecht geschüttelt, denn die Münzen haben sich überall verteilt. Ich will ja nicht, dass die sich auflösen. Na, warte mal, wir machen das mal anders. Und tragen den hier rein, weil da geht nichts verloren. Jetzt haben wir hier schon sage und schreibe 3 Geldsäcke, die wir allesamt benutzen werden. Erstmal einsammeln. Und vielleicht, wie viel Münzen sollten wir sammeln? 25.000? Ich habe schon wieder ganz vergessen. Nicht, dass ich eine komplett falsche Zahl sage. So. Sieht aber gut aus bislang. Kann auch nicht sehr schnell diese Stampfattacken oder Erdbebenattacken, wie man es nennen mag, hintereinander ausführen. Dafür gibt es diese Leiste oben mit dem W. Und von denen soll ich auf 3 abspringen. Aber vielleicht gibt es einen anderen Zeitpunkt, wo es noch einen besseren gibt, wo man auf 3 hintereinander springen kann. Das könnte man auch fehlinterpretieren. Aber es ist so. Oh, ein großer Geldsack. Sehr schön. Da ist bestimmt einiges drin. Ja, also schon 7200. Das ist schon ordentlich. Ja, die geben kein Geld. Aber warum sollten sie das auch geben? Dafür gibt es ja auch die Säcke hier. Und nach dem Let's Play habe ich Muskelkater im rechten Arm. Genial. Also hier so mehr so, Maya. oder was auch immer für antike Völker. Moment mal, die will ich nicht erledigen. Wenn wir hier jetzt noch einen dritten finden, dann könnten wir diese Mission erstmal lösen. Aber es scheint hier keinen zu geben. Doch. Ja, gib mal einen mit und leg den dahin und dann können wir auf 3 abspringen. Dann haben wir diese Mission gelöst. So, ganz vorsichtig. Nicht, dass die... So, der läuft jetzt auch irgendwo hin, glaube ich. Nach links oder nach rechts, weil der ist kein Standkerl, so wie die anderen. 1, 2, 3. Ja, ich habe alle betäubt. Toll. 1. Oh, wie er abhaut. 1, 2, 3. Mission geschafft. Eine seltsame Mission, wie ich finde, aber das ist sie. Und jetzt benutze ich euch. Hierfür. Also wie gesagt, ob wir das Ganze 100% machen oder so, das werden wir sehen. Ihr werdet jetzt natürlich alle sagen, klar, mach's. Aber erstmal schauen, wie es in den späteren Leveln abgeht. Was ihr natürlich nicht wollt, ist, dass ich in 30 Parts lang nach einem Secret suche. Aber hier Ganzkörper-Schwimmbrille. Bislang ist es nicht schwer. Aber wir sehen, wie ist der Schwierigkeitsgrad entwickelt. Da oben kann ich scheinbar noch nicht lang. Da geht's bestimmt zurück. So war das, glaube ich, auch. Wie gesagt, dieses Level habe ich noch gespielt. Aber schon gar nicht mehr in Erinnerung. Und danach ist komplett blind. Never nobody gesehen. Höchstens im Trailer oder so. Ach, jetzt habe ich den besiegt. Der wäre zerquetscht geworden. Zerquetscht geworden? Das sagt man nicht so, ne? Den hätte ich zerquetscht. Aber ich habe ihm irgendwie das Leben gerettet, aber trotzdem getötet. Mysteriös. Das ist halt Mario. Hier teilt sich der Weg schon auf. Das ist Kontrollpunkt. Das ist der Checkpoint. Und jetzt muss ich mal ganz langsam schauen. Wenn ich jetzt die Stampfattacke des Erdbeben mache, dann geht es alles weg. Dann komme ich nicht mehr auf diesen großen Geldbeutel dran. Ich demonstriere das mal. Okay, so bleibt er. Keine Ahnung.
Muss schon mal gucken, was hier... Achso, da kann man nicht lang. Gut, nur von der anderen Seite. Also bislang alles richtig gemacht. Hier würde ich mich erstmal umschauen. Ah, da oben geht's weiter. Also hier schauen und... Der Schatz! Ist der dritte, ja. Kristallschädel. Damit haben wir alle Schätze. Brauchen noch jede Menge Münzen und wir wollen das in einem Zeitlimit von unter 2 Minuten schaffen. Ah, jetzt ist viel gutes Zeug oben. Mal sehen, ob sich das so schnell auflöst. Oder ob ich da noch hinkomme. Oh, jetzt ist das Ding. Ah, das ist alles schon weg. Schade. Oh, Diamanten, die gibt's also auch. Ich mache mal hier auf für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, wofür das jetzt eigentlich gut war. Und ja, dann verändert sich das Ganze mit den Blöcken. Also ihr seht, hier sind auch wieder so transparente Blöcke und da sind schwarze, rot-schwarze halt. Und das Ganze funktioniert umgekehrt. Das heißt, wenn ich den befreit habe, dann wechseln die. Wir können also nicht zurücklaufen, sondern müssen diesen Weg gehen, den wir noch gar nicht kennen. Also wie in Wario Land 4 eigentlich. Wir haben 20 Sekunden Zeit, um die Mission innerhalb von 2 Minuten zu lösen. Oh Gott. Okay. 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 Wow. Damit können wir es schaffen und hier gibt es auch scheinbar viele gute Münzen. Hey, wir haben die Mission mit den 25.000 Münzen geschafft und unter 2 Minuten. Ha, wie genial. Sehr schön. Das ist sehr nice. Damit haben wir alles. Wir haben alle Schätze und die 3 Missionen in dieser ersten regulären Welt. Ich zähle jetzt das Trainingsding nicht mehr. Ah ja, die Hintergrundmusik dieser Stage wurde freigespielt. Also die CDs bewirken nur, dass man die Mucke des jeweiligen Levels jederzeit abspielen kann. So wie ein Soundtest ist jetzt nichts Überragendes, aber man möchte natürlich das Ganze lösen. Diese Stage heißt Weites Wüstenei. Oder das, die weiß, Weite Wüstenei. Das schaffst du mit Links, das also auch. Das ist schön. Das werden wir sehen im nächsten Part. Freut schon mal drauf. Mir macht das Spiel jede Menge Spaß. Und euer Ersteindruck würde mich natürlich auch sehr interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Sieht das gut aus oder haltet ihr davon überhaupt nichts? Ich glaube, hier kommt etwas richtig Schönes auf uns zu. Und ich werde es genießen. Ich hoffe, ihr auch. Gebt Daumen hoch oder runter, je nachdem, ob euch das Projekt gefällt. Und ja, danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Part, Freunde. Nicht verpassen. Bis dann und ciao.